Hello! Hi! Und willkommen zu einem neuen Video. Ein bisschen spontaneres Video heute. Ich wollte nämlich eigentlich ein anderes Video aufnehmen, habe aber gemerkt, also ein Taster ist, dass die Hälfte der Produkte fehlt, weil ich die hier im Büro platziert habe und ich glaube, nicht jeder gecheckt hat, dass die Produkte ein Taster sind. Naja, ist auch egal. Wir haben uns jetzt spontan dazu entschieden, ein Q&A zu machen und ich habe mir dafür Ellie rausgenommen. Wir machen nämlich hier mal heute was anderes. Ellie, für die alle, die sie noch nicht kennen, wurde mich letztens gefragt, wer du bist. Ist meine beste Freundin und eigentlich wohnst du Berlin, aber momentan, beziehungsweise du wohnst gerade bei uns sozusagen. Sie schläft gerade bei uns. Ich glaube, die Frage kommt immer, wo wohnt Ellie? Also wir haben uns vor 14 Jahren, 15 Jahren in Marrakesch kennengelernt. Ja. Du warst mit deiner Family, ich war mit meiner Family und seitdem, ich bin Patentante jetzt auch von Olivia und verbringe super viel Zeit, super gerne zusammen. Deswegen dachte ich, stelle ich mal Aileen ein paar Fragen, die ihr uns eben auch geschickt habt, beziehungsweise Aileen geschickt habt. Ich kenne sie nicht. Ich habe versucht zu lunzen. Das heißt, du packst Fragen raus, genau. Ich beantworte sie. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage an. Wie hast du Claudio kennengelernt? Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Fragerunde beantwortet. Ich liebe die Story. Ja, ich liebe die Story auch. Claudio und ich haben uns tatsächlich im Zug kennengelernt, also wirklich mal ganz anders. Ich bin von Paris nach München gefahren und Claudio ist von Stuttgart nach München gefahren. Und ich hatte gerade ein Praktikum in Paris gemacht und hatte irgendwie zwei Koffer oder einen Koffer und zwei Taschen, irgendwie so. Und Claudio ist eben, war in Stuttgart, weil er dort ein Praktikum gemacht hat und ist eben in Stuttgart eingestiegen. Also ich habe ihn gar nicht gesehen, die ganze Fahrt lang. Und dann am Ende sind wir ausgestiegen. Er hat dich aber schon. Ja, er hat mich angeguckt, aber ich habe halt nicht zurückgeguckt. Ich gucke mir Leute im Zug nicht an. Also mich interessiert das nicht. Ich war halt voll auf mich fixiert. Und dann sind wir ausgestiegen und ich hatte halt so viel Gepäck, dass ich Hilfe brauchte. Und eigentlich wollte mich eine Freundin am Bahnhof abholen. Die meinte so, ja, sie schafft's nicht. Und ich sage, kein Stress. Ich schaffe das schon. Und dann... Also, meine Chance? Ja, also kann ich dir mit dem Gepäck helfen? Ich sehe super gerne. Wir haben dann kurz nur gesagt, hi, ich bin Aline, ich bin Claudio. Und er hat dann aber erzählt, dass immer alle Witze über seinen Nachnamen machen, weil er Bierbrauer heißt. Und mehr wusste ich auch eigentlich gar nicht. Also wir haben wirklich uns eigentlich gar nicht so lange unterhalten. Er hat mir aber auf jeden Fall mit dem Gepäck geholfen. Und dann habe ich mit meiner Freundin telefoniert am Abend und sie meinte so, oh, es tut mir voll leid, dass ich dich nicht abgeholt habe. Und ich meinte, sei kein Stress, mir hat mega der süße Typ geholfen. Man muss dazu sagen, Claudio hat dich die ganze Zeit schon beim Zug beobachtet. Es war nicht zufällig, dass er dir dann geholfen hat. Ja. Er hat mich beobachtet, das hat er mir schon gesagt. Er meinte, er hat immer gehofft, dass ich mal rüberschaue. Und ich habe nicht einmal rübergeschaut. Ich glaube, ich habe irgendwie gearbeitet oder so, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, sie meinte nämlich, habt ihr Nummern ausgetauscht? Und meinte ich, nee, wir haben leider keine Nummern ausgetauscht. Und ich so, ich weiß, wie er heißt. Und damals war Facebook noch voll das Ding. Mhm. Da hat man sich noch bei Facebook geschrieben und so. War, als ich Anfang 20 war, also jetzt auch schon wieder 7 Jahre her. Jetzt im Juni sind es 7 Jahre, dass wir vor 7 Jahren haben wir uns getroffen oder kennengelernt. Und ich habe ihn tatsächlich gefunden und wir hatten auch gemeinsame Freunde. Also das habe ich direkt gesehen, ja auch eine Freundin von dir aus Karlsruhe kannte ihn auch. So und auch ein Freund von ihm, mit dem ich studiert habe. Also wirklich, wir hatten echt so ein paar gemeinsame Freunde. Und ich habe ihm aber nicht geschrieben, ich habe ihn dann nur geaddet, weil er wusste ja gar nicht, wie ich heiße. Er wusste nur Aileen. Und er dachte, glaube ich, ganz lange, weil er hat mir immer geschrieben, hey, also am Anfang hat er mir geschrieben, hey, Aileen mit A-I-L, irgendwie so, I-N. Also hätte ich gar nicht wahrscheinlich gefunden. Er hätte mich never gefunden. Ja. Vor allen Dingen nicht, weil er meinen Nachnamen nicht kannte. Und dann hat er mir aber direkt geschrieben, weil er auch gesehen hat, italienischer Nachname. Und er, bei ihm ist ja die Mama Italienerin. Und dann hat er das direkt gesehen und hat mir geschrieben. It's a match. Und haben wir uns, glaube ich, am nächsten Abend noch getroffen. Und seitdem sind wir eigentlich... Ja. Eigentlich nein, seitdem sind wir zusammen. Nein, zusammen nicht. Also wir haben uns lange gedatet, aber seitdem, ja. Cute. Ich liebe die Story. Ich finde, die ist sehr romantisch. Ich finde sie auch ganz süß. Nächste Frage. Welche Produkte können wir dieses Jahr noch an Produkten für GetView erwarten? Ich habe schon ein paar Sachen getestet. Ich muss gerade mal selbst überlegen. Also auf jeden Fall Proteinpulver kommen. Also die werden diesen Sommer kommen, wahrscheinlich im Juli launchen die. Dann wird schon das Packaging fertig, die Sorten sind fertig. Also 3 verschiedene Sorten wird es geben. Einmal, ich weiß gar nicht, ob ich schon sagen darf. Wir haben ja wirklich 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre an denen entwickelt. Und eigentlich sollte man Proteinpulver starten, GetView. Letztendlich hat es nicht mit dem Proteinpulver gestartet, weil es wirklich nicht so leicht war. Crazy, gell? Ja, also wir wollten halt einfach keine künstlichen Süßungsmittel drin haben. Also wir haben uns hier für Retreat entschieden. Wir wollten aber halt keine Aspartame, da gibt es ja super viel. Und die sind halt, die geben halt so krasse Süße. Also die geben so eine krasse süße Kraft, die sind irgendwie 700 Mal stärker als normaler Zucker. Deswegen war es halt gar nicht so leicht, weil einerseits sollte es halt süß schmecken, beziehungsweise halt gut schmecken, nicht zu süß. Wir haben auch ein paar hier getestet und da dachte ich mir so, boah.
wie können Leute das essen? Das war so süß. Also so von anderen Marken. Trotzdem sollten aber müssen die Nährwerte natürlich super sein. Proteingehalt, vegan, soll cremig sein. Also es sind ganz viele Faktoren. Bio, ganz wichtig. Das gibt es eben so auch noch nicht, beziehungsweise ich kenne kaum Proteinpulver in Bioqualität. Das waren halt ganz schön viele Anforderungen. Aber wir haben es hinbekommen. Also beides, ich dachte kurzzeitig echt so, boah, ich glaube, es wird nichts mehr. Weil es einfach so viele Sachen sind, auf die ihr achten wollt, die aber irgendwie schwer waren. Weil es irgendwann so frustrierend einfach war. Ja. Aber jetzt bin ich voll happy, dass wir da ein richtig gutes kreiert haben. Dann kommen noch Riegel. Kommen noch zwei Sorten auf jeden Fall. Also eine Sorte ist schon final. Die launchen wir jetzt auch irgendwann. Also habe ich die schon probiert? Ja, ich glaube schon. Die soften. Ich glaube, da muss ich nochmal probieren. Ende Sommer, herbstmäßig, weil auch allein das Packaging dauert halt immer nochmal 6 Wochen und Laboranalysen und so weiter. Also es dauert immer alles schon so ein bisschen. Das sind halt die Punkte, die man natürlich als Konsument nicht so mitbekommt, ja, wie lange eigentlich so eine Produktentwicklung sich dann auch zieht. Ja. Wohnt Elena inzwischen auch in München? Nein, haben wir auch schon kurz erzählt. Ja, nee, ich wohne nach wie vor noch in Berlin. Ich habe immer gehofft, dass Aileen dann nach Berlin zieht. War auch, wir haben mal ein bisschen drüber, du hast mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe es mal 5 Minuten überlegt. Okay. 5 Minuten. Nein, ernsthaft habe ich nie drüber nachgedacht. Nee, ernsthaft nicht, aber ich dachte, oh, vielleicht doch mal, dass ihr nach Berlin zieht. Auf jeden Fall, nee, ich wohne auch nach wie vor in Berlin, bin aber ehrlich gesagt gerade an dem Punkt, mich neu zu orientieren, weil Berlin irgendwie sich nicht mehr richtig anfühlt. Deswegen vielleicht doch wieder München. Vielleicht. Ich würde mich so freuen, wenn du nach München ziehen würdest. Ja, ich auch. Ich finde, also es macht schon wirklich viel aus, wenn man irgendwie so eine beste Freundin in der Stadt hat und irgendwie fehlt mir das in Berlin, dass ich so eine, ja, Verbindung oder so jemand habt wie wir. Wir hängen einfach super oft miteinander ab, arbeiten zusammen und das ist irgendwie super schön und das habe ich so in Berlin nicht. Deswegen, ja, macht, finde ich, eine Stadt auch einfach viel aus mit den Leuten. Voll. Wir haben heute noch drüber geredet, weil Ellie so zu mir, nerv ich dich eigentlich manchmal? Und ich so, nein, weil du meintest doch, ich so, voll schade, dass du heute schon wieder gehst. Yeah. Und dann so, ich dachte schon, ich nerv dich. Ich so, gar nicht. Aber ich glaube, das hat man selten, dass man so mit einer Person krass aufeinander hängen kann. Ohne, wir hängen auch manchmal einfach nur zusammen und sagen nichts. Also jeder macht sein Ding, ohne dass wir miteinander sprechen. Und wir haben auch voll, also ich meine, bei uns fühlt es sich echt, glaube ich, so für beide so an, dass wir so Geschwister irgendwie so sind, weil man so ehrlich und offen kommuniziert und ich das so auch nur, glaube ich, mit einer Person auch habe, dass man so eng ist und sich halt nicht denkt so, oh, die triggert mich oder stresst mich. Mhm. Aber weil wir halt auch offen kommunizieren. Manchmal schon. Manchmal, wenn du mir deine ehrliche Meinung sagst und ich so, oh, muss ich das jetzt hören? Wenn du irgendwie sagst, mach das doch und das oder mach das lieber so und so. Und ich so, jetzt kommen die Punkte hoch. Nein, wir haben hier eine kleine Therapie-Session jetzt. Aber ich weiß, du hast immer recht. Immer nicht, aber ich glaube, wir können meistens gut. Hast du recht, wenn du sagst, ich sollte da mal ein bisschen näher hinschauen, dann hast du da meistens recht. Was willst du deinem jüngeren Ich raten? Boah, das ist eine gute Frage. Finde ich auch. Boah, das ist eine sehr schöne Frage für mich. Vieles würde ich meinem jüngeren Ich raten. Oh, wenn ich so dran denke, wie viele Sorgen und Ängste ich früher hatte. Auch wie viel selbstbewusster, oder? Wenn man im Alter wird. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass ich also Vertrauen haben kann. So ein Grundvertrauen. So ein Grundvertrauen haben kann, dass alles sich zu meinem Bestmöglichen entwickelt. Mhm. Nicht sich so viel Gedanken über sein Aussehen zu machen und dafür nicht so sein Leben beeinflussen zu lassen. Das ist immer leichter gesagt als getan. Und das, glaube ich, ist halt auch wirklich einfach ein Altersthema. Ja. Für viele. Also ich hoffe, dass viele dann an Ende 20 sagen, oh, da bin ich drüber hinweg. Ja, voll. Sich dadurch nicht einschränken zu lassen. Ja. Und ich glaube auch an mich selbst zu glauben, weil ich glaube, früher hätte ich nicht gedacht, also so dann, als ich angefangen habe schon, aber so ganz früher, glaube ich, hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas mal machen kann. Also dass ich mir sowas, so dieses, wie sagt man, sich sowas zutrauen. Mhm. Was ist dein Lieblingsessen aus deiner Kindheit? Das weiß ich gar nicht. Spaghetti Carbonara. Meine Mama meinte immer, wenn es Spaghetti Carbonara gab, dann habe ich 3 Freundinnen oder 4 Freundinnen mit eingeladen, weil wir hatten immer so einen Essensplan. Anfang der Woche wussten wir immer, was es seit mittags immer gibt. Ah, und, wie cool. Ja, und ich habe immer Spaghetti Carbonara geliebt und dann immer meine ganzen Freundinnen mit hergeschickt. Was frühstückt Claudia eigentlich das gleiche wie du und Olivia? Nein. Claudio mag kein Porridge, obwohl wenn wir so aus der E-Bowl frühstücken, dann essen wir zusammen. Aber Porridge mag er gar nicht. Und er isst halt meistens entweder Joghurt mit Früchten und irgendwie Granola oder so. Oder er isst halt einfach. Aber auch oft, der geht, glaube ich, auch oft ohne Frühstück. Er geht oft ohne Frühstück und isst halt irgendwie ein Sandwich oder so. Also, oder ja, isst halt hier im Büro dann was. Aber wir frühstücken eigentlich nie unter der Woche zusammen. Unter der Woche esse ich eigentlich immer zusammen mit Olivia. Und am Wochenende frühstücken wir mal zusammen. Aber auch nicht so regelmäßig. Also,
Wenn ich da bin, dann frühstücken wir zusammen. Stimmt. Wie alt bist du? 30. Was kannst du überlegen? Ich bin 29, nein. Du bist 30. Schönes Alter, oder? Ja, ich finde es schön. Aber also ich habe es noch nie verstanden, warum jetzt 30 so schlimm sein soll. Woher kommst du? Das wird eine lange Story. Nein, eigentlich gar nicht so lang. Ich komme eigentlich aus Frankfurt. Also ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und irgendwann sind meine Eltern dann in die Schweiz gezogen. Mein Papa kommt aber aus Italien und meine Mama aus Heidelberg. Wie viel Geld gebt ihr im Monat für Lebensmittel aus? Ich habe schon gesagt, es ist so ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten, weil so viel ja Produkttesting ist. Ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig beantworten, weil ich es nicht tracke. Yeah. Weil erstens gehe ich immer wieder einkaufen, dann geht Claudia mal einkaufen. Also wir haben auch nicht jetzt irgendwie so eine Haushaltskasse oder so. Sagen, es ist bei euch schon die Hauptausgabe, oder? Naja, die Miete. Ja, außer die Miete. Aber so jetzt, also so Essen, Essen und Miete, ja, oder? Ja, schon. Aber ich glaube bei den meisten, oder? Also ja. Ja, aber weil dadurch, dass du einfach das auch lebst und... Voll, ich liebe halt auch Essen, also... Wollt ihr ein zweites Kind? Ja. Ich will sogar noch ein drittes, aber jetzt noch nicht. Auch mit dem zweiten weiß ich noch nicht. Das, oh. Ich merke schon, dass es leichter wird, aber mit der Arbeit und mit Kind, ich bin manchmal abends schon echt ausgelaugt und einfach so exhausted. Und ich glaube, ich brauche so ein bisschen größeren Abstand zwischen den Kindern. Und ich denke mir mal, ich bin ja erst 30. Ja, du hast Zeit. Ich habe Zeit. Was sind deine 3 besten Tipps für mehr Zufriedenheit bzw. glücklich sein im Alltag? Finde ich eine super Frage. Und was, wo wir alle, glaube ich, immer mehr haben können. Finde ich auch eine schöne Frage. Mhm. Also ich glaube, erstens Dankbarkeit. Mhm. Das ist mir letztens auch wieder aufgefallen, wie wenig Leute eigentlich dankbar sind für das, was sie haben. Einfach diese Dankbarkeit im Alltag zu praktizieren. Und das mache ich ja jeden Tag, weil ich immer mir Dinge aufzähle, für die ich dankbar bin. Und es gibt immer irgendwas, auch wenn man denkt, alles ist scheiße. Es gibt immer irgendwas. Und ich habe auch manchmal so Momente, da denke ich mir, heute ist alles scheiße und nichts ist gut. Nein. Nein. Man hat immer irgendwas, wofür man dankbar ist. Und das würde ich sagen, ist schon so mein... Also ein Tool auch, um glücklicher durchs Leben zu gehen. Und dann würde ich sagen, lachen auch im Alltag. Spaß haben. Und ich denke mir das voll oft jetzt mit Kind, wie oft ich mit dem Roller durch die Gegend fahre, also mit Olivias Roller oder irgendwie auf die Rutsche kletter, schaukeln gehe und es einfach witzig ist und manchmal wieder so diese Kinder auch, also durch das Leben durch die Kinderaugen sehen. Ich finde, du bist auch jemand, der voll diesen Spaß und diesen Quatsch zulässt. Also ich habe letztens Olivia erlaubt, ich sollte kurz auf Olivia aufpassen und habe ihr erlaubt, beziehungsweise sie hat sich... 5 Minuten, ich war kurz im Bad. Sie hat sich den Joghurt wirklich genommen ins Gesicht gemacht und komplett über ihre Haare und ich war so einfach... ein Conditioner. Ich musste so lachen und Aileen kam zurück und ich weiß, dass viele Mamas so wären, so oh mein Gott und ausrasten und so und Aileen hat einfach so mitgelacht und ich glaube, so Momente, die 5 Minuten dann eigentlich brauchen, um wieder in Ordnung zu bringen. Weil wir haben sie abgeduscht und es war wieder okay. Klar, wäre es auf der Couch oder so, glaube ich, wäre die Amusement nicht so gewesen. Aber so diese Momente und da bist du auch voll so... dass du das auch voll mitnimmst und da auch voll mit Spaß hast. Und auch Claudio, der da auch voll mitmacht. Und ich glaube, so Momente hast du voll auch so dieses Kindsein erlauben und Spaß daran haben. Und ich merke auch wieder, wie schön ich das finde. Mit Kind hat man ja doch eine andere Verantwortung. Und ich merke schon andererseits, dass meine Verantwortung schon gewachsen ist. Aber auf der anderen Seite versuche ich auch mehr so diesen Spaß wieder in mein Leben zu bringen. Ich würde auch sagen, dass du viel mehr Spaß hast. Würdest du sagen? Ja, würde ich schon sagen. Schon. Ja. Davor, glaube ich, war schon Prio arbeiten. Und jetzt sind so wirklich diese Spaßmomente, die auch voll, voll wichtig. Ja, voll. Und die lässt du auch voll zu. Und ich glaube, eine dritte Sache würde ich sagen, Routinen. Also so feste Routinen im Alltag. Gar nicht so fest, weil ich finde es immer noch voll wichtig, dass man in den Routinen flexibel bleiben kann. Ja, ich habe ja zum Beispiel eine Morgenroutine und in der Morgenroutine bin ich aber auch super flexibel. Ich mache nicht jeden Morgen Sport, ich mache nicht jeden Morgen die Meditation. Meine perfekte Morgenroutine, die schaffe ich eigentlich nie. Die schaffe ich, wenn Oliver aus dem Haus ist. Aber ich mache immer kleine Elemente daraus und für mich machen diese Routinen voll viel aus, dass ich einfach auch... glücklicher, positiver in den Tag starte und halt auch Zeit für mich habe. Weißt du, was ich dir letztens geschrieben habe? Ja. Olivia ist gerade weg. Und dann warst du mit ihr auf dem Spielplatz, genau. Da habe ich dir noch eine Voice Note geschickt, meinte so, ich genieße einfach gerade meinen Kaffee in Ruhe. Ich habe sie so richtig angehört in der Stimme, so, ich genieße gerade den Kaffee in Ruhe. Ja. Und ich habe so richtig so gefühlt. Ich dachte mir so, du sitzt wahrscheinlich gerade da und bist so, boah, nichts tun ist gerade so schön. Voll, es war mega schön. Habt ihr Urlaub geplant?
Ja, wir fliegen Anfang August fliegen wir nach Ibiza mit meiner Family. Und sonst sind wir jetzt im Juni nochmal auf einer Hochzeit in Italien am Kummersee. Aber sonst haben wir gar nichts geplant. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir Mutterschaft und Selbstständigkeit zu viel werden? Nee. Nein, kenne ich nicht. Ja, natürlich. Und ich glaube, es wäre auch komisch, wenn nicht. Ständig, ehrlich gesagt. Ständig. Deswegen, zum Beispiel letzte Woche war Olivia dann auch spontan ein paar Tage bei Claudias Mama. Ich war so stressed out, weil einfach so viele Themen anstanden. Und dann Jahresabschluss kam dazu. Also wirklich so viele Themen. Und ich habe richtig gemerkt, boah, ich bin gerade nur gestresst. Und dann ist es manchmal auch besser, zum Beispiel in so einer Situation, dass Olivia ein paar Tage bei ihrer Oma ist, mega die gute Zeit hat, die Oma nur für sie da ist. Und ich habe in der Zeit alles, Claudia und ich haben wirklich, wir haben so viel gearbeitet in der Zeit, wir haben alles abgearbeitet, damit ich dann wieder neue Energie habe, frische Energie habe und dann auch die Zeit wieder mit ihr voll genießen kann. Ist natürlich nicht immer so easy machbar. Also wir hatten jetzt Glück, dass wir das jetzt die Woche machen oder letzte Woche halt so machen konnten. Aber definitiv ja, ja. Einfach ja. Hast du auch mal Phasen, wo du ungesünder isst, beziehungsweise Fastfood und Süßigkeiten? Ich glaube, manchmal glauben dir die Leute das nicht, aber ich kann es hier wirklich bestätigen. Das interessiert mich gar nicht. Ich mag halt meine eigenen Sachen. Nehme mir auch immer meine eigenen Sachen mit und voll oft packe ich ja dann abends so meine Sachen aus. Interessiert mich auch gar nicht mehr, aber klar, zum Beispiel, ich esse dann schon, ich glaube, die Frage ist auch gemeint, so Pizza oder so. Ich esse nicht nur Gemüse und keine Ahnung was, ich esse halt dann Pizza in vegan oder jetzt letztens glutenfreie Pizza. Also du bist überhaupt nicht die Person, die Gemüse den ganzen Tag isst, sondern halt wirklich aber dann einfach so die Alternativen, also so glutenfreie Pasta, glutenfreie Pizza, du isst super gerne Süßigkeiten, nur halt nicht diese industriellen. Ja, weil die mir halt einfach gar nicht mehr schmecken. Ja. Also ich würde es, glaube ich, auch essen, wenn es mir schmecken würde. Ja. Dann würde ich da schauen, dass ich einfach eine Balance halte. Aber dadurch, dass mir diese Sachen einfach nicht mehr schmecken, ist mir alles viel zu süß. Ich habe letztens mit Claudio, weil wir Eis essen bei seiner Eisdiele. Also Claudio und ich essen verschiedenes Eis. Und ich war, also ja, probier mal eine Kugel. Und ich habe bald probiert. Es schmeckt mir nicht mehr. Es ist so bobsüß. Ja, und, verstehe. Ich hatte halt davor eins von Eisdate, was mit Datteln gesüßt ist. Und da merkt man halt schon den Unterschied. Schmeckt ihm zum Beispiel nicht. Nö, ich liebe einfach mein Essen. Verstehe ich. Frühstück, Mittag, Abendessen, nur ein Gericht für immer auswählen. Boah, das ist ja gemein. Okay, Frühstück Porridge, Mittag eine Bowl. Das ist schlau, oder? Ja. Da war irgendwie alles dabei. Und abends, ich esse ja super gerne oft abends Pasta. Ich hätte jetzt auch gedacht, einfach Pasta mit Tomatensauce oder mit Gemüse. Wir hatten ja vorgestern Pasta, gestern Pasta. Also ich hätte jetzt auch schon wieder Lust auf Pasta. Ich könnte auch schon wieder Pasta essen. Wir haben noch von gestern übrig. Oh. Ich liebe deine positive Art. Ich auch. kannst du mir bitte sagen, wie du es schaffst, positiv zu bleiben? Ich glaube, durch viel, viel, viel Arbeit an mir selbst oder mit mir selbst. Also ich bin... Ja, so vor, ich würde sagen, 7, 8 Jahren habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Erstmal halt so ganz oberflächlich mit Büchern, die ich gelesen habe. Louise Hay zum Beispiel kann ich voll empfehlen, wenn man da so für den Anfang einsteigen möchte. Finde ich auch. Finde ich super schön. Und seit 5 Jahren gehe ich jetzt regelmäßig zur Therapie. Da gehen wir zur gleichen Therapeutin, das ist eine Kinesiologin ist die. Und da habe ich halt auch ganz viele Glaubenssätze aufgearbeitet. Ja, weil ich glaube, also so was vielen nicht bewusst ist, dass halt 5% Bewusstsein ist und 95% Unterbewusstsein. Und unsere Kinesiologin arbeitet dann wirklich mit diesem Unterbewusstsein, was wir halt oft gar nicht wissen, was da wirklich alles passiert. Und da kann man, glaube ich, auch nochmal ganz viel tiefer gehen. Voll. Und ganz viel kommt ja eben auch aus der Kindheit zum Beispiel, was irgendwie tief in uns verankert ist und wir manchmal gar nicht wissen, warum triggern uns bestimmte Sachen oder warum reagieren wir bei bestimmten Sachen so. Weil wir natürlich super viel mitkriegen, beziehungsweise mitgegeben bekommen von unseren Eltern. Da arbeite ich super viel dran, aber eben auch allgemein mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Deswegen versuche ich das auch so an Olivia weiterzugeben, eben durch Affirmationen, was ich jetzt halt schon machen kann. Und eben auch ihr so das Gefühl zu geben, was, glaube ich, super vielen Kindern fehlt, dieses Vertrauen und dieses Selbstbewusstsein und dieses, du bist genau richtig, so wie du bist. Und ich glaube, das stärkt dann auch voll später mal wie du durchs Leben gehst. Ja, wir sind sowieso, ich glaube, das hast du auch so sehr, dass du weißt, du bist ein Spiegelbild von allem und es fängt bei dir an. Und ich glaube, manchmal ist es zwar super nervig und man denkt sich so, nee, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber am Ende des Tages bringt es dann immer weiter. Und wenn man da hinschaut, dann macht es einen auch glücklicher. Voll. Und
Und Kinder bringen hier nochmal ganz andere Themen hoch. Also da merkt man plötzlich so, okay, da sollte ich nochmal dran arbeiten. Und auch Geduldslevel und alles Mögliche. Nee, also Geduld, deine Geduld. Ja, aber ich glaube... Eileen hat wirklich... Also, du sagst immer, ich habe so eine krasse Geduld. So eine ich denke immer Geduld. So, boah, ich habe überhaupt keine Geduld. Doch, du bist so eine geduldige, liebevolle Mama. Wie sieht der Aufbau von deinem Kochbuch aus? Gibt es verschiedene Kategorien? Ja, wir haben auf jeden Fall einen Meal-Prep-Teil. Wir haben einen Teil für eine schnelle Express, ich werde es wahrscheinlich Feierabendküche nennen, so Gerichte, die man nach dem Feierabend schnell machen kann, wenn man nicht so Lust hat, jetzt ewig in der Küche zu stehen. Es wird einen Soul-Food-Teil geben, das sind so ein bisschen so Mac and Cheese zum Beispiel. Oh, ja. Sachen. Das war und so gut. Lieblingsgerichte, also meine persönlichen Lieblingsgerichte, da wird es auch ein Kapitel geben. Und dann halt Frühstück, Dessert und das war es eigentlich auch schon. Wann soll die Maus in die Kita, Tagesmutter? Ich bin gerade dabei, eine Kita zu suchen. Ich habe mich bei echt vielen beworben auch schon, aber bisher sind wir nur auf der Warteliste oder halt haben Absagen bekommen. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich sie jetzt direkt immer für den Kindergarten anmelden soll, weil ich habe das Gefühl, dass wir dann eher einen Platz bekommen, weil sie ja dann auch schon zwei jetzt ist. Ich glaube, es wird Kindergarten. Ich glaube auch, es wird Kindergarten. Wie groß bist du? Ich muss sie gerade selber überlegen. Ich 1, weiß auch nicht. 1,65 bin ich. Okay. Kannst du auch Italienisch? Sì, muy bien. Ja, wir sprechen eigentlich nur Italienisch. Ja, wir reden nur Italienisch eigentlich normalerweise. Das ist eine Ausnahme, dass wir heute mal Deutsch sprechen. So lustig, weil die letzten Tage war der Cousin von Claudio da. Claudio spricht Italienisch, Claudios Mama war da, die spricht Italienisch, der Cousin spricht Italienisch, Aileen spricht Italienisch und ich habe auch versucht, Italienisch zu sprechen. Versucht. Es war mehr Spanisch und keiner hat sie verstanden. Doch, schon. Aber Ellie dachte, sie... Ja, halb. Mit Gestikulation hat es schon ein bisschen funktioniert. Fast. Nee, also ich spreche schon Italienisch, aber halt nicht Muttersprache. Ich kann mich schon unterhalten, aber ich spreche nicht perfekt, sagen wir es mal so. Und dein Papa spricht auch Italienisch? Ja, mein Papa spricht Italienisch mit mir bis heute, aber ich habe halt immer auf Deutsch geantwortet. Und hätte ich, glaube ich, auf Italienisch geantwortet von klein auf, von Kind auf, so wie es Claudio eben macht. Da ist ja seine Mama Italienerin und der redet halt seit der Kind ist mit ihr Italienisch. Deswegen spricht er erst halt auch Muttersprache und ich eben nicht, weil ich halt immer auf Deutsch geantwortet habe. Aber ich verstehe halt natürlich alles, weil ich es mein Leben lang schon höre und ich kann schon auch reden. Aber ich muss auch ein bisschen nachdenken, also es ist nicht so, es float nicht einfach so. Das ist vielleicht noch eine ganz gute Frage. Würdest du dich als perfektionistisch bezeichnen? Nee. Ich auch nicht. Nee. Und ich glaube, wärst du Perfektionistin, wärst du niemals jetzt an dem Punkt mit Lini's Bites. Oder? Weiß ich nicht, nie. Zumindest also, noch nicht so weit. Ich kenne auch Perfektionisten, die... Also, nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Okay. Mir ist es dann doch oft egal, beziehungsweise ich denke, ach komm, nicht so schlimm, das Foto ist jetzt nicht perfekt. Eben auch mit Lini's Bites. Mhm. Ich habe halt gestartet, nicht 100% perfekt, aber... Ich glaube, dass du niemals den Amount an Content rausbringen könntest und so weit wärst in so kurzer Zeit, wärst du krasse Perfektionistin. Ich muss die ganze Zeit an die Rahel denken. Warum? Die ist so eine Perfektionistin. Und da denke ich mir, okay, da ist... Die Rahel ist so, haut auch eins nach dem anderen raus. Aber ja, true. Ich würde sagen, dass du auch Sachen raushaust, wenn sie noch nicht super sind, im Sinne von jetzt Content. Ja, genau. Nicht bei Produkten. Also so bei den Sachen, wo es wirklich um Produkte geht. Wir verrennen uns. Wir verrennen. Wenn es um Produkte geht, finde ich, dass jedes Produkt bei dir 1A sein muss, dass du es wirklich in die Produktion schickst. Wenn es jetzt um Sachen wie Content produzieren geht, um... Da würde ich jetzt nicht sagen, dass du Perfektionistin bist. Nee, da bin ich keine Perfektionistin. Also wenn das Foto, ich mache halt ein Foto, dann denke ich mir, ja komm, passt schon. So, okay, wir haben jetzt 2 Minuten Zeit und nicht jetzt wird hier kein Studio aufgebaut. Ja, genau. Sollen wir noch ein bisschen mehr drüber reden? In welchen Supermarkt gehst du am liebsten einkaufen? Im Biomarkt. Alnatura. Alnatura, Basic und Dance gehe ich nicht mehr. Wir haben uns nicht aufgenommen. Ich habe zum Claudio gesagt, Claudio und ich boykottieren Dance. Oh Gott, alle denken jetzt, wir sind total bescheuert. Nee. Wir haben gesagt, die haben uns schon wieder abgelehnt, weil sie meinten, unsere Produkte würden, ich weiß gar nicht, was diesmal der Grund war. Die sind nicht bekannt genug. Ja, deswegen Alnatura und Basics sind gerade meine Lieblingsläden. Okay. Ich glaube, das war's von der Fragerunde. Ich wir müssen mal hier beenden, sonst wird es hier zu lang. Okay, noch eins. Woher nimmst du deine ganze Energie für deine ganzen Projekte? Gute Frage, wer auch immer es gestellt hat, aber die Frage stelle ich mir auch. Ich habe letztens, glaube ich, 6 Stunden statt 8 Stunden geschlafen, Aileen 3 und ich war so. Aber man muss sagen, ich bin noch dran gewöhnt, man gewöhnt sich als Mama und da können jetzt, glaube ich, alle Mama einmal mal hier in die Kommentare schreiben. Ich finde, man gewöhnt sich krass an Schlafmangel. Also ich hatte ja letztens auch mal wieder 3 Nächte, wo ich kaum geschlafen hatte, weil Olivia Husten hatte und halt alle paar Minuten in der Nacht gehustet hat. Und irgendwie, ich war müde, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie dachte, ich muss mich jetzt hinlegen.
Vor allem, was ich bei dir so crazy finde, dass auch wenn du einen Schlafmangel hattest, dass du deine 30 Minuten Pilates irgendwie immer noch hinkriegst. Weil die geben mir Energie. Okay, aber es kommt drauf an. Wenn ich wirklich krass müde bin, dann habe ich auch keine Lust. Da gucke ich auch voll, höre ich voll auf meinen Körper. Aber wenn ich merke, so, ich bin müde und dann mache ich so ein Pilates-Workout oder irgendwas, dann merke ich schon, dass ich danach eher fitter bin. Als ich mache Pilates, hilft mir voll, Kaffee. Und halt zum Beispiel auch eine kalte Dusche, finde ich, macht voll wach. Und heimlich macht Aileen immer so nachmittags so 2 Stunden Nap oder so. Du hast mich letztens gefragt, warum gehst du nicht nachmittags einfach mal schnell nach Hause mittags und machst Nap zu Hause? Es wird mir im Leben nicht einfallen, vom Büro nach Hause zu fahren, mich dahin, ich sage, ciao, ich gehe schlafen. Also ich habe letztens einen Nap gemacht, als ich mit Olivia die Nacht geschlafen habe. Da wart ihr irgendwo unterwegs, hat Olivia geschlafen, habe ich mich dann auch dazu gelegt. Echt? Ja. Nee. 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 Woher ich meine Energie nehme, glaube ich, kann ich jetzt noch mal abschließend sagen. Zum einen, ich liebe, was ich mache. Ja, ich glaube, das gibt mir halt auch krass Energie, jetzt auch mit dem Kochbuch. Klar, es ist viel Arbeit, aber ich liebe es. Es ist so ein Projekt, was mir super viel Spaß macht. Das Gleiche mit Lini's Bites, es macht mir einfach super viel Spaß. Instagram, diese Videos hier, YouTube, es macht mir einfach alles sau viel Spaß, sonst würde ich es, glaube ich, auch einfach nicht machen. Und das gibt mir halt immer wieder Energie auch. Und ich glaube auch gerade dieser Ausgleich von meinem Job und Mama sein, dass wenn ich manchmal einfach keinen Bock mehr habe auf meinen Job, oder was heißt keinen Bock mehr, aber wenn halt super viel los ist, super stressig, irgendwie 100 Sachen zu klären, Probleme, dann bin ich voll froh, auch einfach mit Olivia Zeit zu verbringen und voll einfach mal abzuschalten, irgendwie auf dem Spielplatz zu sein. Das ist ein krasser Job, Mama sein. Also es ist wirklich ein krasser Job. Boah, wir sagen es immer, gell? An alle, die wirklich Fulltime-Mama sind. Halleluja. Es ist krass. Ich bin da schon manchmal froh, wenn ich sagen kann, so, ich gehe jetzt ins Büro. Und im Büro ist es meistens sogar entspannter. Ja, das haben wir letztens eben auch gesagt. Das glaubt man immer nicht, aber es ist wirklich so. Also vor allem, wenn so, die Kinder halt noch so in dem Alter sind, wo sie halt so viel, obwohl das wird wahrscheinlich nie aufhören, dass die Kinder so voll Energie sind. Ja, ich glaube, in dem Alter schon heftig. Und dann im Büro kann man auch mal kurz an die Decke schauen. Ja, an die Decke schauen, wenn man Kaffee trinken, mal kurz mit den anderen quatschen. Ja. Das würde ich schon sagen, dass dieser Ausgleich mir auch sehr viel Energie gibt. Ich glaube, das waren alle Fragen. Yay! Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare rein. So ein Q&A nochmal. Das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Ja. Macht eigentlich mal super viel Spaß. Und subscribe, falls ihr noch nicht subscribed habt. Sehr gut. Sag ich nie, sag ich nie. Weil ich irgendwie das immer so weird finde. Sagen, bitte abonniert mich. Ich sag's für dich. Ciao. Ciao.